Payday markiert den Tag, an dem die Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen aufgeholt ist. Ja, es ist einfach ein Skandal, dass Frauen immer noch 21% weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Seit Jahren kämpfen wir für Entgeltgleichheit zwischen den Geschlechtern. Wenn es in dem gleichen Tempo weitergeht mit den Verbesserungen, wird in 100 Jahren noch nicht die Lohnlücke geschlossen sein. Das heißt, es ist nicht akzeptabel. Und es liegt an strukturellen Fragen natürlich. Frauen sind häufig mehr in Teilzeit als Männer. Sie sind in Berufen, die schlechter bezahlt sind, vielfach in sozialen Berufen. Und sie haben dann nicht so gute Chancen, aufzusteigen, in Führungspositionen zu kommen, wenn sie in Teilzeit gehen, wenn sie Angehörige pflegen. Und das ist eine Frage, wie wir an verschiedenen Stellen hier verbessern können. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass meine erste Stelle nach dem Abschluss des Studiums unterschiedlich bezahlt wurde. Ich habe das bessere Examen gemacht, mein Kommilitone kriegte 300 D-Mark mehr als ich, sodass ich eigentlich damals schon wütend war. Das ist einfach unfair und das möchte ich gerne angehen und dafür setze ich mich ein.